Was passiert denn da? Wieso hört das Teil nicht auf? Hey, hallo. Habe ich hier was falsch eingestellt? Oh, was ist jetzt los? Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Arne Wiltschek und heute mal aus dem Keller. Und zwar geht es um dieses Relais. Ja, eigentlich ist es das, ist das Originale. Ich tue euch die Teilnummer unten vom Relais in die Infobox. Das geht nicht, da hatte ich schon mal wieder dazu gedreht. Ich tue euch hier oben mal beim Ausrufezeichen den Link dazu. Und mein Problem ist folgendes, jetzt habe ich mir ein neues bestellt. Natürlich nicht original, so, ja, von Topran, ja, Topran-Firma. Leider ist dieses Relais Schrott, es funktioniert nicht. Ja, also dieses Wischwasch-Dings, ich habe es schon aufgemacht. Ich sehe den Defekt nicht wirklich. Aber das Schöne ist, in diesem Relais sind die gleichen Relais verbaut, ja, und bei mir ist ja ein Relais abgekokelt. Und ich werde die jetzt einfach da rauslöten, denn diese Baugruppe kostet 14 Euro, neues Relais so kostet 50 Euro. Und das ist schon ein krasser Unterschied. Und ich werde euch zeigen, wie ich das mache. Also vom Öffnen her ist es ganz einfach, einfach hier rein, ja, und so ein bisschen nach vorne schieben. Da ist es schon eigentlich auf der Seite offen, halten, hier auch und schon geht's auf, ja, also es ist eigentlich sehr einfach. Und bei mir ist defekt, machen wir den mal an. Schauen wir uns das Ganze mal an. Ich habe hier so ein einfaches Mikroskop für ein paar Euro. So, jetzt bewege ich mal den Kontakt vor und kipp den so leicht, ja. So vielleicht. Also ich hoffe, ihr seht die Verkorkung hier auf dem Bild. Ich tue es euch mal ein bisschen ranzoomen. So sieht's aus, das intakte Relais. Und jetzt gehe ich mal zu einem defekten Relais. Ja, also ihr seht, hier fehlt was. Das ist einfach hier an der Stelle. Ist ganz schwierig euch zu zeigen. Aber ich hoffe, man sieht es, ja, das ist der verkugelte Kontakt. Okay, was will ich mit euch machen? Ich werde einfach Folgendes machen. In diesem neuen Teil, ja, sind zwei Relais drin. Ich versuche herauszufinden, was das für eine Kackmodellnummer ist, ja. Und wenn ich der, vielleicht steht die unten dran, ich weiß es nicht, ja, das ist einfach scheiße so. Auf dem Ding, ja, steht zwar eine Modellnummer drauf, aber die Modellnummer, das ist so eine VW-Verschlüsselung und das ist alles für die Katz. Wir werden also jetzt das Ganze hier umlöten, ja. Die Relais passen nämlich genau 1 zu 1, so habe ich das, so sieht es mir aus. Ich löte hier aus und löte das neue Relais an der Stelle hier wieder ein. Und dann sollte das Ganze funktionieren, zumindest das ist der Plan, ja. Ich hole mal meine Entlötpumpe. Ich muss von den Pins her, ja, einfach nur die Rückseite alle entlöten und dann schauen wir, ob das funktioniert zum Rauslöten. Ich versuche euch das ranzuzoomen, ich weiß nicht, inwiefern ihr was seht. Werden wir gleich schauen, ja. Also nochmal, dass wir uns einig sind, ich muss den Pin, den Pin, den Pin, also diese großen einfach Pins entlöten. Sieht gut aus, nochmal den nächsten. Manchmal hilft es einfach auf dem Lötkolben ein bisschen Lötzinn drauf zu machen. Dann ist da wieder Flussmittel drauf. Okay, und der letzte. Ich würde jetzt hier einfach mal hebeln. Das heißt, ich gehe jetzt hier rein, hebel und löte es raus. Das ist schon rausgegangen auf der Seite. Okay. Also hier schon draußen, es hängt noch an den einen Pin. Okay, das war's schon. Jo, damit haben wir es draußen. So, also hier sind sozusagen die Spulen angeschlossen. Hier haben wir den Umschalter. Ja, das ist es eigentlich schon. Mehr ist es nicht. So, dann können wir das andere Relais auch kurz rauslöten. Genau gleiches Verfahren. Das ist das China-Board. Man sieht es auch schon an der Qualität, ja. Das ist die Qualität. Also ich zeig's euch vielleicht mal, ja. Also das ist die Qualität hier und da sieht man halt überall diese, ich hoffe, man sieht so diese Lötflecken, Lötspritzer. Also das ist einfach schlecht gemacht. Prinzipiell sind beide Relais gleich. Ich weiß nicht, ob die Spulenanzahl passt, aber das wird mich jetzt erstmal nicht jucken. Wir probieren es einfach mal aus. Ohne so eine Ötlönpumpe habt ihr eigentlich gar keine Chance, das zu lösen hier. Ah, oh, das ist ein bisschen anders von der Größe her. Hier ist ganz leicht anders.
Aber das macht nicht viel aus an der Stelle, ja. Dann löten wir es mal fest auf der neuen Platine. Also Relais ist drin. Jetzt bin ich mal gespannt. Ho, 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 ho. Geil, es funktioniert, ja. Normal. Gut. Endlich. An der Stelle, ich habe das Relais für euch gefunden. Das wird auch im BMW verbaut. Passt 1 zu 1 identisch. Hier ist die Nummer. Sucht einfach mal danach. AliExpress bietet es auch ab, an aber ein bisschen teuer. Finde ich ein bisschen. Also 20 Dollar ist ein bisschen übertrieben. Pharrell bietet es auch an, aber leider nur im Cased-Version. Falls ihr die kauft, ja, die kostet glaube ich 3 Euro. Plus Versand. Wo ist denn das Teil? Wo habe ich denn das jetzt hin? Dann müsst ihr. Hier drauf ist ja die Diode. Und die Diode müsst ihr einfach auslöten, auf die andere Seite einlöten und hier verlöten. Dann seid ihr fertig. Das Einzige, was ihr aufpassen müsst, ist. Diodenrichtung beachten, da ist so ein Strich, ja, und diesen Strich behaltet ihr einfach auf der Seite bei und dann passt das eigentlich. Ich habe noch ein Bauteil übrig, also wer möchte, soll sich melden, ja, das schicke ich Ihnen dann zu per Post. Wenn also nicht dran steht, angepinnt, Bauteil nicht verfügbar, dann ja, dann hier bitteschön, so schicke ich es Ihnen zu. Der kann es dann selber auslöten. Und damit bin ich eigentlich für heute mal fertig. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und hilft den einen oder anderen. Ja. Vielleicht habt ihr auch einen besseren Lieferanten hier in Deutschland, wo die Teile ja, herholt. Ich tue euch mal einfach mal die Links unten rein und viel Spaß damit. Ich bin Aaron Wilczek von MechTU. Dankeschön fürs Anschauen. Vergesst mich nicht zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.